ich auch nicht. Ich will doch, aber ich kann nicht. Außerdem, Alisa freut sich wahnsinnig, dass sie dich begleiten darf. Gerade eben hat sie noch gesagt, Mensch, Carlos, erster Schultag und ich darf mit. Ehrlich. Ich will aber, dass du mitkommst. Ach Mensch, jetzt mach's mir doch nicht so schwer. Schau, wenn ich nicht nach Hamburg fahre, dann wird das Buch nicht gedruckt. Und wenn das Buch nicht gedruckt wird, dann gibt's kein Geld. Und wenn es kein Geld gibt, dann gibt's einen Monat lang nur Spinat und Gemüse zu essen. Willst du das? Nein. Na, siehst du. Ich bin stolz auf dich. Hm? Pass gut auf die anderen auf, mein Großer. Dass die keinen Mist bauen. Ja. Schlüssel. Hm. Kommt ihr auch wirklich ohne mich zurecht? Wir schon. Um die paar Tage. Bin schon weg. Ciao. Viel Erfolg. Macht's gut. Hä, wenn's nicht anders geht? Okay, bis dann. Morgen. Gibt's noch Kaffee? Morgen, du musst Carlos zur Schule bringen. Was, ich? Ja, ich muss eine Kollegin im Krankenhaus vertreten. Ich habe einen Termin beim Finanzamt. Kannst du den nicht verschieben? Nein. Musst du aber. Ist doch immer wieder das Gleiche. Kaum ist der Sandmann aus dem Haus, bleibt alles an mir hängen. Ja, meinst du, mir macht das Spaß? Ich sitze jetzt erstmal eine Stunde im Zug. Es ist überhaupt nicht mein Problem. Du hast versprochen, dass du Carlos zur Schule bringst, ja? Ich tue doch wirklich genug hier im Haus, oder? Ja, ist ja gut. Vorschlag zur Güte. Ich bring Carlos zur Schule und du übernimmst morgen meinen Einkaufsdienst, ja? Okay, großes Ehrenwort. Ein Schüler ist wie ein kleiner Baum. Und die Schule ist der Nährboden, aus dem er alles Wichtige aufsaugt und in sich aufnimmt. Der Regen, das sind die Hausaufgaben. Unangenehm, aber nötig, damit der Schüler wächst und gedeiht. Außerdem gibt es ja auch die Sonne. Das sind die Ferien, in denen der Schüler sich erholt und frische Kraft sammelt. Nährboden, Regen und Sonne, alle drei sind nötig, damit aus dem Schüler einmal ein großer und schöner Baum wird. Nun fragt ihr euch vielleicht, wenn ich so ein großer und schöner Baum bin, brauche ich dann noch Sonne, Regen und Boden? So, jetzt setzen wir uns aber wieder hin. Wie heißt denn unser kleiner Schokoladenjunge? Nach der Schule kommt die Lehre oder sogar die Universität. Guck mal, der Opa. Dann ergreift er einen Besuch und muss auch dort. Hallo, hallo, Carlos! Entschuldigung. Nach der Schule kommt die Lehre oder sogar die Universität. Tobias nicht da? Nee, der hat einen Termin. Ich übrigens dann auch. Kannst du Carlos heimfahren? Ja, natürlich. Immer weiter dazulernen. Danke. Bitte, bitte. Tschüss. Leben tschüss. Bedeutet ciao. Lernen. Aber auch das Lernen will gelernt sein. Das hatten wir doch schon mal, Herr Dengler. Sie tauchen jedes Mal ein paar Tage vor Ablauf der Frist auf und verlangen eine Stundung. Aber angesichts eines Rückstands von nunmehr 23.000. 22.986,71 Mark kann ich einfach keinen Aufschub mehr gewähren. Verstehen Sie? Ich kann nicht. Ich verstehe schon, natürlich. Ich meine, Sie waren in der Vergangenheit ja auch immer sehr großzügig mit mir. Allerdings. Das Problem ist nur, ich habe das Geld nicht. Jedenfalls nicht alles. Können wir uns nicht auf eine Ratenzahlung einigen? Herr Dengler, wenn Sie in der Vergangenheit Ihre Raten gezahlt hätten, hätten wir jetzt das Problem nicht. Ich weiß, aber schauen Sie, was haben Sie davon, wenn Sie mich jetzt in Konkurs treiben? Dann sehen Sie womöglich keinen Pfennig. Ich bringe es nur ungern zur Sprache. Aber wir haben ein Boot, ein sehr schönes Segelboot. Schätzwert 150.000 Mark nach meiner Zwangsversteigerung. Nein, niemals, Herr Morwitzer, nur über meine Leiche. Ach, glauben Sie, ich mache das freiwillig. Die Auftragslage wird sich wieder bessern.
Das haben Sie schon letztes Mal gesagt. Ja, aber diesmal ist es ganz bestimmt so. Tut mir leid, Herr Dengler. Aber es gibt ein Gesetz. Das kann ich zwar bis zu einem gewissen Grad dehnen, aber ich kann es nicht zerreißen. Auch nicht für Sie. Bis Freitag haben Sie noch Zeit. Bis Freitag? Das sind 4 Tage. Das schaffe ich nie. Dankeschön. Es tut mir leid, aber was erwarten Sie? Ihr Boot ist schon mit einer Bürgschaft belastet. Und ein Darlehen auf die Werft geht auch nicht, weil Sie nur der Pächter sind. Der ein Vermögen in die Renovierung gesteckt hat. Herr Schmitten, das Geschäft brummt. Ich versinke in Aufträgen. Auf Ihrem Konto sieht man davon leider aber wenig. Herr Schmitten, geben Sie mir einen Monat, ach, was sage ich, 3 Wochen, und die Welt ist wieder in Ordnung. Es tut mir leid, aber es warten noch andere Kunden. Wissen Sie was, ich gebe Ihnen guten Rat. Verkaufen Sie Ihr Boot. Ach. Da haben Sie genug, um das Finanzamt zufriedenzustellen. Sie können endlich mal wieder Ihr Konto auffüllen. Das ist doch auch was. Ja. Vielen Dank, Herr Schmitten, dass Sie mir Ihre kostbare Zeit geopfert haben. Lassen Sie mich wissen, wie sich Ihre Angelegenheit klären wird. Okay. Ja, Mensch, Dengler. Sie hier? Dürrenberger. Wie gehen denn so die Geschäfte? Könnten nicht besser gehen. Ich hasse Pfefferminz. Besorg mir wieder Karamell. Diese Alt-Hippies, keine Ahnung vom Geld, aber führen sich auf. Hat er Probleme? Allerdings. Immer noch scharf auf seine Werft? Hallo. Entschuldigung, aber die blöde S-Bahn. Ich habe eben die schönsten 3 Zimmer nördlich der Alpen bekommen. Du hast doch eine tolle Wohnung. Die beste, ja, aber zu klein. Silvio und ich haben beschlossen, es doch miteinander zu versuchen. Ach. Und weißt du, was noch viel besser ist? Du kannst meine Wohnung übernehmen. Ich? Alicia, jeden Morgen diese Weltreise. Das macht dich doch auf Dauer fertig. Und du kannst jeden Tag 1 Stunde länger schlafen, mindestens. Ja, das klingt verlockend. Das ist verlockend. Weißt du was? Du kommst morgen früh bei mir vorbei, dann stelle ich dich dem Hausmeister vor. Auf dem ganzen Starnberger See, aber was sage ich, in ganz Bayern findest du so ein Boot nicht mehr. Jedenfalls nicht für den Preis. Ich würde auch niemand anderen so ein Angebot machen. Aber ich vertraue dir halt einfach. Nach so vielen gemeinsamen Turns. Na, was sagst du? 70.000 und du bist Miteigner. 70.000? Mhm. Dafür kriegt man ja fast eine kleine Eigentumswohnung. Ja, aber die ganz kleine. Und Regattas kannst du damit auch nicht fahren. Jetzt komm, überleg nicht lang. Schlag ein. Das Finanzamt sitzt mir im Nacken. Echt. Ich hab's mir schon überlegt. Ja? Ich kann's mir nicht leisten. Tut mir leid. Wer hätte sein können? Thomas, kannst du mir vielleicht 23.000 leihen? Marc? Ja, nur für ein paar Wochen. Du kriegst es sofort wieder zurück. Ich bin leider ziemlich knapp im Moment. Ja, wenn du ich muss jetzt auch los. Danke, dass du an mich gedacht hast. Ciao. Ciao. Hallo? Dengler hier. Ich möchte gerne eine Anzeige aufgeben. Ja, klar, für morgen. Ja? Mhm. Ja, Rubrik Segelboote. Genau. Und hier Buntstifte. Buntstifte, du, da können wir die Hauswand anmalen. Schön ist das hier. Was haben wir noch? Igitt, Igitt, was ist das denn? Ganz eklig. So kann man wohl sagen. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Hier. Hallo, Carlos. Opa, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist auf Kur. Ja, das dachte ich auch. Aber da offenbar in dieser Familie keiner Zeit hatte für Carlos' ersten Schultag. Ne? Na, war er brav. Na, er hat uns keine Schande gemacht. Das Gegenteil. Na, was sagst du dazu? Mm. Oh, hör mal, das ist Geld. Das ist viel Geld. Das sind ja... Ja, das sind 5.000 Mark. Ich weiß, das sieht etwas langweilig aus. Aber ich dachte,
Wir könnten damit ein kleines Spielchen machen. Ich versteck's dann, du machst das so. Nein, so meine ich das nicht. Man kann nämlich mit Geld eine ganze Menge machen. Man kann zum Beispiel Anleihen kaufen. Man kann Aktien kaufen. Dann kriegt man von der Bank immer viele Briefe oder die rufen einen sogar an. Ja. Opa, komm mal. Ja. Also ich finde das nicht richtig. Was? Ja, 5000 Mark für einen Sechsjährigen. Ja, das ist doch für seine Zukunft. Ja, trotzdem so viel Geld. Also so große Geschenke sind bei uns nicht üblich. Ich verstehe. Sei mir nicht böse, aber... Ja, ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Aber ich glaube, ich kann ihn wieder gut machen. Ich muss mich entschuldigen. Gerechtigkeit muss sein. Henrik und du, ihr müsst natürlich auch jeder 5000 Mark kriegen. Was? Nein, so habe ich das überhaupt nicht gemeint. Also, wenn ich aus der Kur zurück bin, ich hoffe, es hat bis dahin Zeit. Es hat sich rumgesprochen, dass Sie, einen kleinen finanziellen Engpass haben. Er sagt es. Tut nichts zur Sache. Verstehe schon. Sagen Sie Schmidt, ich wechsle die Bank. Ja, klar. Es gibt eine Menge Banken, die Sie mit offenen Armen empfangen werden. Hören Sie, Herr Schmidt will Ihnen helfen. Ich will Ihnen helfen. Und darum mache ich Ihnen jetzt ein Angebot, ein wirklich gutes Angebot. 60.000 für Ihr Schiff, unbesehen, bar auf die Hand. Das Schiff ist 150.000 wert, das wissen Sie, mindestens. Na klar, es ist 180.000 wert, es ist 360.000 wert. Wenn Sie jemand finden, der Ihnen das dafür zahlt. Herr Dengler, wir sind beides Geschäftsleute. Uns braucht niemand das Gesetz von Angebot und Nachfrage erklären. Uns braucht auch niemand zu sagen, dass der Wert einer Ware nichts anderes ist als das höchste Gebot, das innerhalb einer gesetzten Frist dafür abgegeben wird. Und diese Frist beträgt bei Ihnen 4 Tage. Das muss ich Ihnen nicht sagen, das ist sonnenklar. Glauben Sie, ich weiß nicht, was Sie wollen? Sie wollen die Werft, aber die kriegen Sie nicht. Sie nicht. Und was mein Schiff angeht, lieber versenke ich es mitten im See, als dass ich es in Ihre fetten Finger gebe. Sie sollten den Mund nicht zu voll nehmen. Es könnte Ihnen noch mal... Es könnte Ihnen noch mal leid tun. Wow, 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 wow! Gnade! Mein roter Bruder! Gnade! Gnade, nicht so fest! Mein roter Bruder! Winnetou! Fett und Opa Winnetou! Sag mal, ist das wahr, was Alicia gesagt hat? Das wäre ja irre. Ja, bedank dich bei deiner Schwester, dass sie so offen mit mir geredet hat. Ich fass es nicht. Du bist echt spitze, Opa, weil Tobias schuldet uns schon seit Monaten unser Taschengeld. Rabenvater. Ja. Stimmt doch gar nicht. Natürlich stimmt das. Nein. Und außerdem ist es nicht so lustig, wenn man in der halben Schule verschuldet ist. Du bist echt ein guter Kumpel, danke. Komm schon, du Winnetou. Wow, wow. Wow, wow, Winnetou, voll. Hey! Was ist mit mir? Geil. Ja, das macht dich scharf, das kann ich mir vorstellen. Was kann man sich da alles kaufen? Was willst du denn haben? Schokolade, Schokolade. Tja, wenn du die billigste nimmst, ungefähr 6000 Tafeln. Ja, das reicht dann, wenn du jeden Tag eine isst, bist du ungefähr... 23. Ach, so ein Schmarrn. Doch, 6000 durch 365 macht 16. Dann muss ich sie aber gut verstecken, damit sie keiner findet. Und wo? Ich weiß, unter meiner Matratze am Fußende. Hm, prima Idee. Aber nicht Halbkugeln. Wohl Halbkugeln. Halbkugeln kostet eine Mark. Kostet er gar nicht. Wetten? Ich hab 5000 Mark. Damit kann ich so lange Schokolade essen, bis ich 23 bin. Okay, und wo ist dein Geld? Unter meiner Matratze am Fußende. 5000 Eier unter der Matratze? Bist ein bisschen durchgeknallt, was? Hau ab, du alter Angeber! Bin ich nicht! Du sollst abhauen! Mein Opa hat mir... Zu spät, morgen wieder. Alles nur wegen dir! Ich werde schon beweisen. Oh, ist die schön. Das sag ich doch. Silvio hat so viele Möbel, ich krieg meine gar nicht alle mit. Wenn du willst,
werden wir uns vielleicht einig. Ja, sicher. Wer geht das denn von Ihnen aus? Wenn Sie wollen, ist es Ihre. Aber bis morgen muss ich es wissen, sonst kommt es in die Zeitung. Ich überleg's mir. Und 3000 Mark brauche ich natürlich auch. 3000 Mark? Klar. Als Sicherheit. Ach so. So eine Wohnung kriegst du nie wieder. Ja, schon. Es ist nur... Ich sag heute Abend Bescheid, ja? Okay. Herr Dengler? Ja? Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Wegen dem Schiff? Ja. Ich weiß es. Mein Gott, das ist traumhaft schön. Ich glaube, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Ja, ist schon ein Schmuckstück. Gehen Sie rauf, schauen Sie sich an. Wie kommt man denn? Die Schuhe müssen Sie leider ausziehen. Ja, klar. Hier geht's gleich. Soll ich helfen? Ja. Ja? Danke. Ich nehme Sie so lang. Mhm. Kommen Sie. Großer Sprung, Vorsicht. Und das wollen Sie wirklich verkaufen? Ich muss. Verstehe. Wollen Sie es denn für sich allein haben? Nun ja, ich habe geerbt, wissen Sie. Und so ein Segelboot war schon immer mein Traum. Ich bräuchte natürlich jemanden, der mir alles ein bisschen erklärt. Ich habe nämlich nicht viel Erfahrung. Das mache ich doch gern, klar. Schön. Wir können ja zusammen segeln. Dann fällt Ihnen auch die Trennung von Ihrem Boot nicht so schwer. Ja, heißt es, dass Sie es kaufen wollen? Ja. Für mich ist es Liebe auf den ersten Blick. Gut. Wenn Sie einverstanden sind, können wir heute Abend den Vertrag machen. Soll ich zu Ihnen oder? Das wäre nett. Hier. Danke. Sagen wir um 8? Ja, gern. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen. Bitte. Bis heute Abend. Ach, Entschuldigung. Oh, danke. Hey, noch nicht sparen. Warum denn nicht? Das ist ja nur oberspießig. Ich will aber nach dem Abitur für ein halbes Jahr nach Amerika. Abitur? Alter, vielleicht bist du bis dahin Millionär, da hast ein Kind gemacht. Vielleicht hockst du im Rollstuhl. Wer weiß, was in 3 Jahren los ist. Toll, dann kann ich es auch versaufen. Nein, du musst den Superhit landen. Ein Kumpel von mir verkauft ein echt geiles Motorrad. Aha. Also, wie viel? Immer noch 4,5. Da wird sich auch nichts ändern. Nicht gerade billig. Das ist ein Enduro und kein Mountainbike, du Depp. Das sind die Bayern 3 Sommerhits. Nicht gerade billig. Der Typ hat ja keinen Schimmer. Hier spielt die Musik. Wenn Sie einen Tag Probe fahren. Ohne Kohle gebe ich die Maschine nicht raus. Gut, dann eben nicht. Moment, Moment. Adi, Henrik ist schon in Ordnung. Das garantiere ich. Ja, wenn deine Mühle zu Schrott fährt, gib mir eine Anzahlung als Pfand. Sagen wir 1,5. So viel Geld habe ich nicht dabei. Dann besorgst du. Okay, kein Problem. Heute Abend um 6 kannst du mitnehmen. Alles klar. Bis dann, Adi. Bis dann. Ja, Dengler. Ah, Tobias, hi. Hier läuft alles super, ja. Ja. Ist ja toll. Freut mich für dich. 10.000 Stück, das ist eine ganze Menge. Mein Gott, wenn du mal eine Woche nicht da bist, wir schaffen das schon. Ich bin überhaupt nicht gereizt. Ja, ciao.
Hallo? Was machst denn du da? Nichts. Gar nichts. Dann können wir jetzt was essen. Ich habe einen Mörderhunger. Oh, scheiße. Was? Ich habe vergessen einzukaufen. Das darf doch nicht wahr sein. Tut mir leid. Mensch, ich habe den ganzen Tag geackert. Seit heute Morgen nichts gegessen und du bist nicht mehr in der Lage einzukaufen. Ich habe ja gesagt, es tut mir leid. Soll ich dir eine Pizza holen? Ich will aber keine Pizza. Ich will was Anständiges zu essen. Wie alt bist du eigentlich? 3 oder was? Was ist denn mit dir los? Ich frage mich, was mit dir los ist. Andere Frauen in deinem Alter ernähren ganze Familien. Soll ich mich jetzt dafür entschuldigen, dass mich noch keiner geschwängert hat oder was? Nein, aber du musst endlich kapieren, dass es auch in deinem Leben Pflichten gibt. Ich kann doch auch nicht immer machen, was ich will. Oder kann ich das? Nein. Also, dann lern endlich, wie ein vernünftiger Mensch zu leben. Ja, das sollte ich jetzt vielleicht wirklich langsam mal lernen. Allerdings! Ich wollte Sie noch anrufen. Wieso? Ist was passiert? Ich mag gar nicht drüber reden. Ja, heißt das, dass Sie das Schiff jetzt doch nicht wollen? Nein, nein, mit dem Schiff hat es nichts zu tun. Das Schiff ist ja das Einzige, was mich noch aufrecht hält. Wissen Sie, ich habe nicht viele Freunde. Und wenn dann durch so einen furchtbaren Unfall... Mein Gott, wie muss ich gelitten haben? Es tut mir leid. Bitte seien Sie mir nicht böse, aber ich kann den Vertrag heute nicht unterschreiben. Ich kann einfach nicht. Nein, natürlich nicht. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Morgen, ja? Wenn Sie morgen wiederkommen könnten? Um 8. Aber bitte, geben Sie das Boot keinem anderen. Ganz bestimmt nicht. Wenn Sie das tun, ich weiß nicht, wie ich... Da können Sie hundertprozentig sicher sein. Das Boot gehört Ihnen. Ich danke Ihnen. Sehr. Du hast doch keine Ahnung von solchen Dingen. Ich kenne mich in Motorrädern aus. Ich war mit Silvester Motorradfahren. Ich war, ja, war Silvester fast mit seinem Schrottkübel. Du hast doch auch kein Recht dazu. Mein Gott, in 2 Wochen kriege ich mein Geld von Opa und dann... Ja, und ich nicht, oder? Ein Motorrad, sowas Bescheuertes. Du sagst ja nicht mal, was du mit dem Geld überhaupt machen willst. Ich zieh aus. Was? Ja, und wie stellst du dir das vor? Ich meine, putzen, kochen... Da haben wir's, die Frau als Küchenschabe oder was? Alte Emanze. Ja! Es ist doch so, wenn du nicht am Herd stehst und einen vegetarischen Fraß kochst, dann... Arschloch. Okay, ich nehme den vegetarischen Fraß zurück. Denk doch mal an Carlos, der braucht eine ältere Schwester. Wir sind 3 Männer hier, wie soll der sich da normal entwickeln? Wie soll er sich normal entwickeln, wenn sein eigener Bruder ihn beklaut? Wir haben beide genau das Gleiche getan, aber von mir kriegt er sein Geld zurück. Von mir auch. Ja, da bin ich aber gespannt. Das wirst du schon sehen. Wie willst du ihm das überhaupt zurückzahlen? Mein Gott, da wird mir schon was einfallen. Hey, du bist ja noch wach. Kann ich schlafen? Kannst du nicht so mit Geld? Alicia und Henrik streiten sich so laut. Worüber denn? Du kaufst dir nur irgendwas mit Geld. 1500 Eier. Geld. Ja, auf der Welt nichts Wichtigeres gäbe als Geld. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir tun einfach so, als ob die ganze Welt nur aus Pizza und Cola besteht. Thank you.
Zu viel für dich. Ich hab 5000 Mark. Forschen kann's niemand anders. Mach eine Fliege, Kleiner. Hier. Das sind 500, nicht 5000, du Schwachkopf. Hier, sag's keinem weiter. Ey, da nimmt er alle Bilder weg. Ja, so ein Mist. Nein, tut mir leid. Das Schiff ist schon so gut wie verkauft. 99%ig. Mhm. Wiederhören. Was ist mit dir los? Ich hab Mist gebaut. Ihr Mietvertrag. Doppelte Ausführung. Beide unterschreiben und einschicken. Dann kriegen Sie ein Exemplar von der Hausverwaltung unterschrieben zurück. Gut, danke. Da steht auch drin, wohin Sie Miete und Kaution überweisen. Kaution? Klar. Dürfen Sie nicht vergessen, sonst kriegen Sie den Schlüssel nicht. Entschuldigung, die habe ich Ihnen doch gestern schon gegeben. Mein liebes Fräulein Sandmann, damit wir uns recht verstehen. Sie haben mir keine Kaution gegeben, sondern eine Sicherheit. Ja, aber... Die Sicherheit, dass es sich bei Ihnen um eine seriöse, solvente Mieterin handelt. Wenn es Ihnen lieber ist, können Sie das Ganze natürlich auch als eine Art Vermittlungsgebühr betrachten. Seien Sie froh, da habe ich Ihnen die Mehrwertsteuer noch geschenkt. Ist gut. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Tobias sowas zugelassen hätte. Einfach 5000 Mark verschenken an den Sechsjährigen. Er wollte ihm damit zeigen, wie man mit Geld umgeht. Das soll er erst mal dir beibringen. Du kannst doch nicht einfach Kohle ausgeben, die dir nicht gehört. Ich hab's ihm doch nur als Pfand gegeben. Da bin ich ja mal gespannt, ob du es wiederkriegst. Der Typ wollte dich nämlich ganz schön aufs Kreuz legen. Wieso? Ja, du bist doch der große Motorradfachmann, oder? Schau mal her. Der Lenkkopf ist total ausgeschlagen. Ist kein Wunder, dass du die Kurve nicht gekriegt hast. Du kannst froh sein, dass nicht mehr passiert ist. So wie das Ding aussieht, krieg ich mein Geld nie wieder. Schauen wir mal. Mein Vater war auf dem Weg zur Tankstelle. Was ist passiert? Was? Du hast ihn fast umgebracht. Reicht das? Ich habe ihm gesagt, du wärst mein bester Freund, sonst wäre er sofort zum Bullen gelaufen. Was kann ich dafür, wenn dein Alter nicht fahren kann? Ach ja, mein Vater hat die Rallye von Arizona gewonnen. Jetzt gib mir meine Kohle zurück. Dieses Ding ist nämlich totaler Schrott. Du hast doch wohl an der Klatsche. Bin ich die Wohlfahrt? Bring erst mal den Lack in Ordnung. Ich sehe schon. Du willst es mit meinem Daddy persönlich ausmachen. Na los, gehen wir hin. Okay, okay. Aber es bleibt unter uns. Ja? Pass das nächste Mal besser auf, wen du deinen Müll andrehst. Was ist das denn? Sieht aus wie eine heulende Schwester. Christoph, ich hab Mist gebaut. Was wollen Sie eigentlich von mir? Herr Gründer, ich habe den Sachverhalt bereits meiner Anwältin, Frau Janowski, geschildert. Und sie sagt, sie freut sich aufrichtig, Sie vor Gericht kennenzulernen. Vermittlungsprovisionen kassieren, ohne Makler zu sein. Noch dazu in bar und ohne Quittung, quasi am Finanzamt vorbei. Macht man denn sowas? Ich würde vorschlagen, Sie geben uns jetzt das Geld zurück, oder? Von welchem Geld reden Sie eigentlich? Ich rede von den 5000 Mark, die Ihnen die junge Dame, sagen wir mal, zur Aufbewahrung übergeben hat. Moment mal. Das waren nur 3000. Tja, Herr Grüner, da sind Sie mir jetzt leider ins Messer gelaufen. Haben Sie mal 4 Kinder und eine Ex-Frau,
die Ihnen das letzte Geld aus der Tasche zieht. Wissen Sie, wie viel da noch zum Leben übrig bleibt? Ja, dann geben Sie uns das Geld ganz schnell wieder, damit das nicht auch noch weg ist. Ich würde vorschlagen, Sie schreiben uns die Quittung über erste Miete und Kaution und den Rest... Christoph, ich möchte lieber das Geld zurück. Weil irgendwie allein wohnen ist, glaube ich, nichts für mich. Naja, ist schon besser so. Mit Papa Tobias und Onkel Christoph, die einen aus jeder Scheiße wieder rausholen. Findest du mich schlimm? Ach. Manchmal wünsche ich mir wirklich, ich wäre ein bisschen wie du. Wieso das denn? Du bist so stark, du lässt die Sachen nicht so an dich ran. Meinst du? Ja. Wenn ich mit irgendwas nicht klarkomme, dann werde ich immer gleich hysterisch. Und du? Du setzt dich in dein Segelboot, segelst los und dann können dich alle mal. Also ich glaube... Du, wollen wir Eis essen gehen? Nee, danke. Ach komm, ich lade dich ein, das ist das Mindeste. Ich habe einen Termin. Es hat doch sicher Zeit bis morgen. Nein, tut mir leid. Schon wieder geht ein Albtraum zu Ende. Wenn ich mein Geld von Opa bekomme, dann lege ich es für 20 Jahre fest an. Pack's lieber weg und red nicht mehr drüber. Ja. Der Umschlag ist weg. Schau mich nicht so an, ich hab ihn nicht. Guck mal da. Weißt du, wie viel Geld das ist? Ist mir wurscht. Mit Halbkugeln kann ich so lange spielen, bis ich 100 bin. Die bringst du zurück? Tu ich nicht. Du hast gar nicht über mich zu bestimmen. Du bist nicht meine Mama. Verstehst du nicht? Der Junge hat dich übers Ohr gehauen. Diese Dinger sind höchstens wie viel wert? 50. Ja, 50 Mark. Könnt ihr mal über was anderes reden als Geld? Warum denn? Geld stinkt nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du dir das Geld dafür geklaut hast. Ich hab's nicht geklaut. Das war mein Geld. Ja, gut. Da mal vorne. Viel mehr Scheine drinnen. Wir haben's uns nur geliehen. Ihr habt's mir doch geklaut. Stimmt's, Christoph? Jetzt hört auf mit dem Scheiß. Heute Nacht vergrabe ich's in den Garten, da findet ihr's nie. Das tust du nicht. Das tue ich doch. Ich muss los. Willst du nicht aufessen? Ist der Appetit vergangen. Wo willst du denn hin? Wo ich hin will? Das kann ich dir sagen. Ich fahr jetzt los und verkaufe mein Schiff, weil ich's nämlich verkaufen muss. Ja, aber weil ich sonst pleite bin. Ich habe nicht mal mehr 23.000 Mark, um meine Steuern zu bezahlen. So sieht's aus. Aber Christoph... Ihr kotzt mich an mit eurem Scheißgeld. Scheiße. Wir sind ganz schöne Arschlöcher. Die ganze Woche kümmert er sich um unsere Probleme und wir? Er hat überhaupt nichts gesagt. Wir hätten's merken müssen. Ich will Christoph aber nicht ankotzen. Ein echter Castello di Stallone. Ich freue mich immer, wenn ich einem Kenner etwas Besonderes bieten kann. Danke. Auf uns? Ich hoffe, er hilft Ihnen auch, eine nicht so gute Nachricht gelassen aufzunehmen. Ihr Segelboot kommt für mich leider doch nicht in Frage. Klingt kindisch, ich weiß, aber gestern habe ich durch Zufall eine Fahrt mit einem Motorboot mitgemacht. Und Sie glauben ja nicht, wie praktisch so ein Boot ist. Man lässt einfach den Motor an und fährt los. Ja, aber Sie haben doch gesagt... Kein lästiges Warten auf den Wind, kein Ziehen an allen möglichen Leinen. Einfach Motor an und ab aufs Wasser. Mein Boot hat auch einen Motor. 30 PS, da können Sie locker... Tut mir leid, Herr Dengler, aber mein Entschluss steht fest.
Seien Sie nicht traurig. Sie werden für Ihr Boot bestimmt einen anderen Käufer finden. Prost. Und? Was und? Der Vertrag ist geplatzt. Morgen kriegt der Dürnberger mein Schiff. Zum Spottpreis. Nacht. Scheiße. Wen rufst du denn jetzt an? Tobias, der soll ihm helfen. Dürnberger, der alte Blutsauger, darf das Schiff nicht kriegen. Hm. Geht wieder keiner ran. Warum ist unser Vater nie da, wenn wir ihn brauchen? Es ist so typisch. Ich hab gesagt, du bist mein Freund, sonst wäre er zur Polizei gelaufen. Von wem laberst du denn? Von meinem großen Bruder. Er hat gesagt, du bist ein Betrüger, sollst mir mein Geld wiedergeben. Hey, Geschäft ist Geschäft, Kleiner. Sicher. Ich sehe schon, du willst das mit meinem großen Bruder persönlich ausmachen. Ich hab's nicht dabei. Ich geb's dir morgen, okay? Na gut, schwöre. Ich schwöre. Mein Bruder sagt, 50 kannst du für die Bilder behalten. Grüß Gott, Schwester von Walda. Hör mal, nicht vergessen unsere Pokerpartie. Auf keinen Fall. Grüß Gott, ihr Damen. Grüß Gott. Und deswegen werde ich hier überfallen. Was spielst du denn für eine Rolle, wann du uns das Geld gibst? Also, Millie gesagt, ich halte das für unverschämt, mich hier zu überfallen. Ihr wisst genau, dass ich hier zur Kur bin. Hättet ihr denn nicht noch 10 Tage warten können? Opa, wenn's nicht so wichtig wäre. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, so seid ihr willens und bereit, ihm euer ganzes Geld zu geben, ja? Carlos auch. Ja. Mein Enkel Carlos. Tja, ich weiß auch nicht, warum ich das tue, aber vielleicht hat man mir was hier ins Essen gegeben. Na, was ist? Ich denke, ihr habt zu eilig. Na? Meine Damen, ich stehe zu Ihrer Verfügung. Hallo, grüß dich, ja. Oh, Sie machen mich zum Rosenkavalier. Ja, schön. Ja, ja. Ich werde ja geschmückt wie ein alter Pfingstochse. Ich danke, meine Damen. Ja. Das ist ja wunderbar. Da sehe ich aus wie ein edel Pfingstochse. Sie haben gewonnen, Dürnberger. Ich nehme Ihr Angebot an. 60.000. Von mir aus können wir gleich einen Vertrag machen. Herr Dürnberger, Sie kriegen mein Schiff. Da sehen Sie, Herr Dengler, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch die rechte Lust dazu habe. Bitte? Das war damals ein absolutes Freundschaftsangebot. Zu einem absoluten Freundschaftspreis. Aber jetzt, ich glaube, ich warte erst mal die Zwangsversteigerung ab. Und wenn ich dann in Stimmung bin, übernehme ich die ganze Werft gleich mit. Das können Sie nicht machen. Das dürfen Sie gar nicht. Das wollen wir doch den Konkursverwalter entscheiden lassen. Ne? Herein. Ah, Caroline. Sehr schön. Ich nehme an, die Herrschaften kennen sich bereits oder doch nicht so gut? Sie sind ja... Caroline Meuter, meine Steuerberaterin. Ist es richtig, Caroline, dass du früher mal Schauspielerin warst? Nur während meiner Schulzeit. Bitte verstehen Sie, unser Ziel musste sein, dass Sie bis heute keinen Käufer für Ihr Schiff finden. Die Mittel waren etwas unorthodox, das gebe ich zu. Aber glauben Sie mir, ich hatte viel Spaß mit Ihnen. Darf ich Ihnen zum Abschied noch viel Glück wünschen? Wenn Sie ein Mann wären, dann würden Sie jetzt eins auf die Fresse kriegen. Also ich finde, Sie sollten jetzt wirklich gehen, Herr Dengler. Was dann wohl? Sieht so aus. Schauen Sie, können Sie wieder einen abhaken? Glauben Sie mir,
Bei Ihnen tue ich es besonders gern. Ich muss ja jetzt wahrscheinlich irgendwas unterschreiben oder wollen Sie erst fertig essen? Also bei mir ist alles klar. Herr Morbitze, ich habe leider keine Ahnung, wie so ein Konkursverfahren vor sich geht. Es tut mir auch wahnsinnig leid, dass ich Sie beim Essen störe. Wieso Konkurs? Ist der Scheck nicht gedeckt? Welcher Scheck? Eben ist ein Scheck für Sie abgegeben worden. Und zwar, würden Sie da mal reingucken? Hier. Ja, danke. Die Summe trifft's nicht so ganz. Ihre Steuerschuld beträgt nämlich nur 22.986,71 Mark. Sie haben jetzt ein Guthaben von 13,29 Mark. Wo ist der Scheck jetzt? Auf dem Weg zur Bank natürlich. Ich hab den doch mal kräftig Feuer unter dem Hintern gemacht, damit nicht noch mal Säumniszuschläge anfallen. Wenn der Scheck aber nicht gedeckt ist. Oh doch, der ist gedeckt. Dieser Scheck ist gedeckt. So geht's nicht, Herr Strohmeier. So nicht. Nicht mit mir. Ich bin doch nicht einer von Ihren Enkeln. Ich bin ein erwachsener Mann, ja? Und ich kann sehr gut für mich alleine sorgen. Und wenn ich pleite gehe, dann mache ich das ganz alleine, ohne Ihre Hilfe und vor allem ohne Ihr Geld, ja? Dann zahlen Sie mir die 8.000 doch zurück, wenn Ihnen das lieber ist. Wieso 8.000? Der Scheck war auf... Der Rest ist nicht von mir. Moment mal. Ihr habt doch nicht... Das hättest du doch auch getan. Ja, das geht doch nicht. Opa, sperr den Scheck. Christoph will sein Boot lieber doch verkaufen. Das kann ich doch nicht. Nun setzen Sie sich erst einmal, junger Mann. Sie sind ja ganz durcheinander. Ich war genauso überrascht, aber die Kinder, die haben mich so sehr gedrängt. Da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und das sollten Sie auch nicht tun. Huck! Ich bin 38. Ein Kind. Sie müssen sofort die Bank anrufen. Die müssen den Scheck sperren. Kommt gar nicht in Frage. Und wenn Sie 68 wären, wir haben alle Fehler gemacht. Und ich zuallererst. Ich hätte euch nie so viel Geld in die Hand drücken dürfen. Auf keinen Fall. Ihr seid viel zu unreif, um damit anständig umzugehen. Viel zu unreif. Ja. Und Sie haben Ihre Steuerbescheide offenbar nicht so ernst genommen, wie das ein Unternehmer tun sollte. Aber ich vermute, es wird nicht wieder vorkommen. Jedenfalls haben wir alle etwas gelernt. Ich zum Beispiel habe etwas gelernt. Nämlich, dass es in dieser materialistischen Zeit doch noch so etwas gibt wie Freundschaft. Und dass sie eben nicht beim Gelde aufhört, sondern da erst richtig beginnt. Und diese Erfahrung möchte ich nicht missen. Deswegen bitte ich Sie, nehmen Sie das Geld an. Ja, ohne dich hätten wir doch unser Geld gar nicht mehr. Ist doch egal. Ich zahle euch alles zurück. Hundertprozentig. Mit Zinsen. Und Ihnen natürlich auch. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Danke. Herr Dengler, ich bin ein alter Mann mit relativ viel Geld, aber einem schwachen Herzen. Das Einzige, was ich jetzt brauche, wäre ein gutes Thermalbad. Ja. Sie stechen dann. Rufen Sie mich an, ich komme mit. Auf so einem kleinen Schiff bin ich nämlich noch nie gefahren. Oh, die gesamte Enkelschar. Wunderbar, danke. Wunderbar, halte mal mit. So. Was ist denn das? Sind die für mich? Oh, danke, danke. Da kommt er ja. Hey. Hallo. Ja? Oh, Blumen. Sind die für mich? Das war aber nicht nötig. Danke.
Was machst du hier? Na, was soll ich hier machen? Weißt du, wenn du nicht da bist, da ist es hier so langweilig. Da habe ich gedacht, da schaue ich mal vorbei und bringe so ein bisschen Seniorenstimmung mit. Ne? Das war eine gute Idee. Wie war es denn bei dir? Oh, danke, es war schön. Na, seid ihr überhaupt zurechtgekommen ohne euren Boss? Oh, der Mittelpunkt hat gefehlt. Nein, es war ein Vakuum. Ein Vakuum war hier ohne dich. Furchtbar. Es kann mal wieder wegfahren. Das war richtig öde. Naja, das wird sich ja jetzt ändern, wenn ich wieder da bin. Und du, wie war die erste Woche in der Schule? Hä? Super. Hast du denn auch schon was gelernt? Ja, wenn man 5000 Mark kriegt und die nicht Christoph gibt, wie lange kann man dann Schokolade essen?